Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, wir sind wieder bei der tollen Bridge Walk. Wo ich jetzt mal gucken muss, wo ich runterfallen kann. Au. Du siehst groß und böse aus. Das ist nicht gut. Das war einer weg. Von denen. So, bist jetzt nur noch du übrig. Nein, ich höre noch mehr. Ja, ich höre noch so eine böse schwarze Spinne. Aber zum Glück keine Vergiftung. So. Da ist noch eine. Da war noch eine. So, wir haben alle Pfeile wieder. Wo sind wir jetzt? Im Palace Dungeon sind wir gelandet. Und gibt es hier unten was Besonderes, außer Tod und Verdammnis? Naja, gut, jede Menge Gespinn. Hi. Gespinn, was zum Glück schnell stirbt. Ein Langschwert bringt uns nichts. Licht. Ich habe irgendwas Böses hier gehört. Erstmal dich ausschalten. Quit war schon mal nicht schlecht. Und noch so ein Ding. Ein Milkweed. Das ist okay, ein Milkweed zu finden. Du bist eigentlich auch okay, weil irgendwie seid ihr doch recht harmlos, muss ich sagen. Ja, und ich kann mit ihr mit dem Stab wenigstens zuhauen. Ein Schleimball. Ein Pfeil. Noch ein Notfallpilz. Wobei ich immer noch nicht gelernt habe, wie man da draus Suppe kocht. Und ja, was ich gruselig finde, ich höre Golems durch die Wände. So, war ich hier jetzt überall mal? Scheinbar war ich hier überall einmal.
Gut. Oh, cool. So kann ich den Weg öffnen, aber nicht mehr schließen. Also werde ich jetzt mal hier kurz rasten und einen Quicksave machen. Da ich nicht weiß, ob mich frische Feuerelementare oder Dinos oder sonst irgendwas erwartet. Na gut, Feuerelementare höre ich zum Glück ziemlich schnell. Dinos sind etwas leiser, was gemein ist. So, das dürfte reichen. Bridgewalk. Genau das habe ich gemeint. Und ja, die sind leider nicht so anfällig. Wow. Nein, nicht gut. Gegen Feuer. So, einmal Regeneration anschmeißen. Also ja, wenn wir uns da umgucken, da geht's auch wieder zum Bridgewalk rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass im Bridgewalk Secrets versteckt sind. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Bridgewalk ziemlich gemein ist. Oh, hi, was bist du jetzt da hinten? Das war nicht gut. Das war der Stab. Karl, na, komm ruhig her. Und stirb einfach mal. Damit kann ich mich gut anfreunden. Das Problem ist, ich höre hier eine ganze Truppe von denen. Au. So. Oh, schon der nächste. Au. Das wird unschön. Oh. So, regenerieren. Nahrung noch ausnutzen, weil irgendwann werden wir dann wieder mit den blauen Kristallen rumhantieren müssen. So, Regeneration ist ausgelaufen. Jetzt hat er Hunger. Bei ihr geht's gerade noch so. Er hat Hunger. Wir hätten noch ein bisschen essen. Und zur Not hätte er noch die Blutkonserve.
Wo versteckt das Vieh sich jetzt? Turm of Fire. Ist okay. Das Problem ist, ich höre mich gerade nichts bewegen. Ein Brass Key ist auch nicht verkehrt. Naja, drei Wurfäxte bringen es nicht ganz so. Und ja, der ganze Ort hier lädt wieder für irgendwelche Secret-Knöpfe ein. Hi. Au. Da wuselt der da noch rum. Ausch. Mist. Da muss ich ja mal Quickload machen. Ich habe den gar nicht mitbemerkt, der direkt hinter mir ist. Okay. Das Buch hatten wir bereits. Na, wo steckst du? Ich höre dich. Ich höre dich, ich sehe dich nur nicht. Jetzt sehe ich dich. Au. Komm her. Okay. Oder bleib auch weg. Und stirb einfach. Also ich habe auf jeden Fall ein Secret gefunden. Gehabt. Nicht hier. Nicht hier, sondern hier. Und ich trete meine Flucht erstmal an. Es ist nämlich wieder fast die ganze Kompanie hungrig.
Also du isst das. Du isst das. The blood tastes foul and you very nearly empty your stomach and try again. Ja, damit wir Headhunter haben. Ich glaube aber nicht mehr, dass das so einfach funktioniert. So. Einmal ein Nickerchen machen. Und ich glaube, das Equipment würde ich bei ihr wahrscheinlich nicht mehr so schnell wechseln. Weil eigentlich sind die beiden Sachen relativ mächtig.